Berlinerin Joanna Srinivasan ist eine Meisterin des Kathak, des klassischen indischen Tanzes. Ihre Auftritte, wie vor kurzem in der indischen Botschaft in Berlin, begeistern das Publikum in der ganzen Welt. Ihr Können, das sie während einer mehrjährigen Ausbildung in Indien erworben hat, gibt sie in ihrer eigenen Tanzschule, in der Academy of Kathak Dance in Kreuzberg, weiter. Gehst nach außen, bleib hier, halt dir den Arm gerade hoch. Für die Live-Begleitung in ihren Kursen sorgt ihr Ehemann, der preisgekrönte Musiker Ravi Srinivasan. Bereits mit 11 Jahren entdeckte die Ur-Berlinerin mit deutsch-griechischen Wurzeln ihre Leidenschaft für Kathak und nahm zunächst in der deutschen Hauptstadt Unterricht. Mit 14 bin ich dann halt nach Indien gegangen, um halt noch mehr zu lernen, mehr zu sehen. Und dort, wie gesagt, habe ich dann Kathak endlich mal auch richtig gut auf der Bühne erlebt. Und das war dann ja die Liebe fürs Leben. Kathak ist der klassische Tanz Nordindiens, der hierzulande mit Ballett vergleichbar ist. Bis heute lernen in Indien vor allem Mädchen Kathak. Doch nur die wenigsten schlagen eine Laufbahn als professionelle Tänzerin ein. Joanna Srinivasans Liebe zum Kathak war so stark, dass sie täglich 8 Stunden übte und ihre Ausbildung in Indien mit Auszeichnung abschloss. Seit ihrem 17. Lebensjahr gehört auch das Unterrichten zum Alltag. Haltet hier wirklich die Trommel so vor euch und nehmt sie dann hoch. Ja, genau. Man macht das so, dass man halt in der Schule seines Lehrers unterrichtet. In Indien ist das Tradition, dass man, ja, dass die Senior Students sozusagen den jüngeren Students den Unterricht geben. Zurück in Berlin gründete sie 1997 die Academy of Kathak Dance in der Urbanstraße. In Gruppen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen lernen ihre Schülerinnen im Alter von 7 bis 57 Jahren das Eintauchen in die faszinierende Welt des Kathak. Diese zeichnet sich durch viele Drehungen, eine reiche Gestensprache und nicht zuletzt eine äußerst anspruchsvolle Fußpercussion aus. Die Glocken sind dazu da, um die Rhythmik zu verstärken, dass man sie hören kann, weil die Fußbewegungen sehr schnell sind. Das muss man sich halt so vorstellen wie beim Steppen oder beim Flamenco, bloß dass man dort bestimmte Schuhe trägt. Wir tanzen barfuß, das heißt, wir haben einerseits den Klang der Füße selber. Und dieser ist unterschiedlich, je nachdem, ob man mit dem flachen Fuß oder der Ferse auf den Holzboden aufschlägt. Andererseits bestimmt die Art und Weise des Bodenkontaktes auch den Klang der rund 100 Glocken an den Füßen. Eine große Herausforderung stellen zudem die verschiedenen Rhythmuszyklen dar, die sich beispielsweise in 5 Einviertel, 7 oder 21 Schläge einteilen lassen. Der Name Kathak leitet sich übrigens von Kathar ab, der Kunst des Geschichtenerzählens. Von Lyrik bis hin zu verschiedenen mythologischen Gestalten, alles wird mittels klar definierter Gesten dargestellt. Das Spannende ist, ich brauche halt nicht 10 Personen, um ein kleines Stück aufzuführen, sondern ich bin gleichzeitig alle Personen. Ich wechsle den Charakter, es wird dann angedeutet durch eine Drehung und dann ist man jemand anderes und spielt auf einmal die verlassene Geliebte und dann eine Drehung und man ist der Liebhaber, der gerade von woanders herkommt. Eine weitere Besonderheit im Kathak ist die Auffassung vom Raum, die von jener in den europäischen Tanzstilen abweicht. Es ist also nicht so, dass man einfach ein Vorne und Hinten hat, sondern man bewegt sich und nimmt seinen eigenen Platz mit sich mit und bewegt sich damit durch einen zweiten Raum, der die Bühne ist. Ihre Schülerinnen lieben sie, ihr Publikum auch. Joanna Srinivasan bringt Indien nach Berlin und vermittelt mit jeder Bewegung die berauschende Welt des Kathak. Der Einstieg in ihren Unterricht an der Academy of Kathak Dance ist jederzeit möglich und für die Fleißigsten besteht sogar die Chance, staatlich anerkannte Prüfungen abzulegen. Alle Kurse und weitere Infos finden Sie unter www.kathakdance.de. Also vorbeikommen und eintauchen in eine Welt, die einen nicht mehr loslässt. Yeah, so.